Bist du gehypt? Ich bin des Todes gehypt, ey. Ich hoffe, die Leute ebenfalls hier vor dem Bildschirm. Denn es geht los mit einer weiteren Folge. Cash King, meine Damen und Herren. Mit dabei heute der Vernichter, der Killer, der Meister des Formates. Sascha! Danke, danke, danke für diese Worte, Dario. Das hat mich sehr, sehr geschmeichelt. Schön, dass ich wieder dabei sein durfte beim besten Format hier, Cash King. Freue ich mich sehr drauf. Das beste Format auf YouTube, Leute! Also, ich weiß ja nicht, ob du gehypt bist, aber wir haben heute zwei Boxen. Und diese Boxen, das sind Celebi Biza Flottin Boxen. Und diese Boxen, Leute, die sind Sahne und on fire. Genauso wie der gute Sascha, der, ja, ebenfalls schon eine Folge hat. Denn wir haben schon eine Folge aufgenommen auf dem Kanal der Card Buddies. Schaut da auf jeden Fall ebenfalls vorbei. Link in der Videobeschreibung. Und ich kann euch sagen, da waren die ein oder anderen Hits dabei, ne? Also, kleiner Spoiler am Rande. Wie sieht's bei dir denn aus? Was hast du dir vorgenommen? Wolltest du mich nochmal mit allen Regeln der Kunst vernichten, oder? Aber selbstverständlich. Das war mein Plan, jetzt hier sofort zu gehen, Dario. Nee, okay, okay. Bock, jetzt hier die Packs aufzuspreißen. Oh Gott. Weil wir können geile Karten hier rausziehen. Wir können auch ein paar Money Cards hier rausziehen. Und ja. Definitiv, gesagt, definitiv. Im Cash King geht's uns erstmal nur ums Geld. Wir schauen nämlich, wer hier das meiste Cash quasi aus dieser Tinbox herausholt. Es geht nur ums Geld, Alter. Ey, Leute, da seht ihr mal den Finanzman, Alter. Super schlimm. Das ist schlimm eigentlich, ne? Aber wie gesagt, nur in diesem Format. Nur in diesem Format geht's ums Geld. Das ist echt grauenvoll, ey. Wir haben hier wenigstens ein paar coole Booster drin, ne? Wir haben hier Sonnenmond Base Set, Sturmer Firmament, also SM7 müsste das sein. Und wir haben Teams in Trumpf mit SM10. Wunderschön, das Set rotiert raus. Warum das hier drin ist, die haben sie ja wahrscheinlich, ja, zu oft geprintet. Daher kriegen wir nochmal eins von SM1. Und ein bisschen zu oft geprintet ist sehr, sehr nett gesagt. Das würde ich einfach mal sagen, ne? Genauso wie Dampfkessel und alles, was dazugehört, was wir auch in irgendwelchen Boxen die ganze Zeit bekommen. Wir haben noch eine wunderbare Promokarte, die mir sehr, sehr gefällt. Denn Celebi Biza Floor ist eine spielstarke Karte sogar. Als jetzt die Karte, die wir bei den Card Buddies haben mit Eevee und Snorlax. Ja, ist ein sehr, sehr schönes Mon. Kann ich nur jemand ans Herz legen, der auf ein ekliges, stalliges Deck steht. Das gepaart mit Shaman aus, ich glaube, das müsste aus Lost Thunder sein. Oder? Das Shaman, das die ganze Zeit heilt. Ja, genau, aus Lost Thunder. Das Ding steht einfach nur da mit dicke Polster und, ja, okay, bisschen Glurak oder Kopluso-Deck kommt, dann habt ihr verloren. Aber das lassen wir einfach mal außen vor. Mit dabei haben wir natürlich auch diesen komischen GX Metall. Marker? Ich weiß nicht. Ich finde den super cool, muss ich ganz ehrlich sagen. Die finde ich gigantisch, also gibt's ja in der ETB drin, gibt's in Decks drin und hier im Metall, sehr, sehr geil. Also die würde ich auch an eurer Stelle mir das ein oder andere mal holen. Ich glaube, die gibt's aber halt auch bei den neuen Tints, die wir im August, September bekommen. Also in den neueren Tints mit Glurak und sonst was dann halt als Promo. Sehr, sehr geil, sehr, sehr interessant. Willst du anfangen? Promo ist der Glurak? Was? Ja, ja, die alternative Glurak-Karte gab's noch nicht, ne? Die kommt aber in der Box, die kommt aber in der Box. Das ist schon bestätigt? Ja, das ist bestätigt. Das ist auch so Panne, die kommt nämlich eigentlich am Release von SM11, so ungefähr um den Dreh. Weißt du, die Karte von SM10 kommt an SM11. Why? Naja. Das ist so dumm, Alter. Pokémon, was ist los mit euch, ey? Willst du anfangen, Sascha, bevor wir weiter um den heißen Brei labern? Die Leute wollen Packs sehen, wollen Geld sehen. Ja, die wollen Geld sehen und ich will Gold hier in Sonne und Mond 1, ein Set, mit dem ich so ein bisschen auf Kriegsfuß stehe. Ich habe tatsächlich in diesem Set sehr, sehr Gutes nur gezogen. Also ich bin sehr, sehr zufrieden. Ich brauche hier nichts ziehen. Du kannst von mir aus den Hyperball ziehen. Ich ziehe dann irgendwie eine Rainbow-Karte und damit überbiete ich dich. Und dann bekomme ich den Hyperball noch einmal. Ach ja, by the way. Der Gewinner bekommt natürlich wieder die beste Karte vom Verlierer. Das sollte, glaube ich, klar sein, ne? Ja. Cash King is real. So, hast du ausgepackt? Genau. Ich habe eine gute Lilly. Da muss ich gleich mal gucken, ob die was wert ist. Schmetterhammer ist, glaube ich, nichts wert. Mushas, ein Makuhita. Ibitak, Mabula, Denarion Holo wäre auch was. Alola Slimog, ah, ich weiß nicht, vielleicht. Und ein Ohn, Froyal Holo. Oh, also, immerhin. Also das Pack war an sich gar nicht so bad. Ne Lilly, ich glaube wirklich, dass der Schmetterhammer, der ist ja spielstark, den spielt man ab und zu, also spielt man wirklich mal ein paar Decks. Also da kannst du vielleicht auch schon so mit ein paar Cent rechnen, wissen wir nicht. Wenn wir gerne nachschauen. Also sehen wir, ihr seht eh alle Preise eingeblendet. Von daher alles entspannt. Und falls ihr wieder fragen solltet, wo bekommt ihr die Preise her? Was ist hier denn los? Warte, meine Aufnahme ist gerade ausgegangen. Jetzt wieder an. Gut, dass es jetzt passiert ist, damit jetzt hier nichts verkehrt ist. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wahrscheinlich habe ich jetzt hier eine gute Karte runtergemischt. Das wird wahrscheinlich das Schlimmste sein von allen jetzt hier, wenn hier wirklich was drin sein sollte. Aber wie gesagt, Leute,
Das war das Booster, okay. Ich weiß, was da abgeht. Ich weiß, wie das funktioniert bei dir, David. Auf jeden Fall, Alter, auf jeden Fall. Wir haben ein Musha, ein Makuhita, Ibitak, Mabula, Traumato, Gevaya Reverse. Oh no, ich hab tatsächlich einen Hit. Was? Ich hab tatsächlich einen Hit. Cyana GX, die normale Version. Version 1. Oh, wow, 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 wow. Warte, siehst du sie? Ja, ja, rip me. Ja, ja. Oh, no. Fantastisch, fantastisch, ey. Das ist... Ey, das gibt's doch nicht. Ah, die ist auf Deutsch 3,40 wert. Ich hab's schon irgendwie... Ich hab damit irgendwie schon so abgeschlossen, so, ja, wird nur 3 wert sein. Aber Leute, 3 Euro. Cash King ist on fire, alle. Wir gehen in Führung. So will ich das sehen und nicht anders. Und wie gesagt... Aber das wird sich jetzt noch ändern. Das wird sich jetzt noch ändern. Ich sag's dir. So, ich hab hier einen Rayquaza. Das Booster riecht sogar ganz gut, wenn man dran riecht. Sorry, muss jetzt sein. Ich war ein bisschen weird. Ab und zu darf man das. Wir haben das. Das ist so eine ganz, ganz kleine Tradition bei uns, glaube ich. Hier habt ihr einen Code. Viel Spaß damit. So eine Tradition, Leute. Vintage Openings. Noch ein. Da haben wir schon drauf dran geschnüffelt an den Packs. Die riechen halt auch gut, ne? Die riechen halt auch gut. Besser als jede Droge, Leute, ihr wisst Bescheid. Bevor ihr euch irgendwie Drogen kaufen solltet, investiert in alte Retro-Packs oder in Packs und dann einfach nur ein Traum. Ich liebe diesen Geruch. Also fahre fort. Und ihr seid auch Arsch voll Geld. Also es nimmt sich nicht so wahnsinnig viel, zumindest mal finanziell. Aber es ist das, glaube ich, ungefähr das Gleiche. Ja, das passt schon. Kommt auch selber hinaus. Herr Bummels, Anzubiris, Inverse. Komm schon. Makago, aber die Karte ist auch nicht schlecht, weil das ist Makago, das Makago GX? Das ist, nee, das normale, das Makago GX ist ein SM8, aber das Makago ist mit der Fähigkeit relativ gut spielbar, weil tatsächlich. Man kann sich ja eine Karte von seinem Deck, also suchen und auf sein Deck drauflegen mit der Fähigkeit. Das ist gar nicht so bad. Das die ist gar nicht echt, so bad. Die habe ich des Öfteren schon gesehen in TCGO, also die ist wirklich eine Karte, die ist vielleicht so ein paar Cent wert. Kannst ja gerne mal nachschauen. Also, wow, 14 Cent, ey. Oh Mann. Ey, yo! In Cash Game musst du jeden Cent ehren. Wenn du nicht einen Cent ehrst, du weißt Bescheid, 30 Cent, mein Freund. Du stehst vor einer Pommesbude, hast Hunger, kaufst dir eine Pommes und dann 30 Cent fehlen für Mayo oder Ketchup. Und das, meine Freunde, sind die 30 Cent, die man mehr ehrt als alles andere. So, wir fahren fort. Wir haben Metalli. Aber, wenn ich was dazu sagen darf, Ehre an alle Pommesbuden, die kostenlos Mayo und Ketchup. Das sind die größten Ehrenmänner überhaupt, Leute. Das sind die größten Ehrenmänner überhaupt. Also, wer sowas macht, da gehe ich gleich öfter hin. Das ist so schön. Oh, ich habe schon wieder einen Hit. Was? Ein Latias Prisma. Und dahinter, oh, ein Deoxys in der Speedform. Ist, glaube ich, nicht so viel wert. Ich glaube, gar nichts. Da ich die halt auch noch nie im Spiel gesehen habe. Aber Latias Prisma, Leute, das ist eine Karte. Die sacken wir doch ein. Zweiter Hit des heutigen Tages. Sascha? Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ne? Also ich glaube, ich hätte jetzt gesagt 50... 99%. Oh, mehr. Ich hätte jetzt 50 getestet. Getestet hätte ich das. Nee, aber... Ja, moin. Leute, wir sind ungefähr bei 4 Euro und ein paar Zerquetsche jetzt. Das ist nice. Ja, Jung. Mehr als bei mir. Da kannst du dir schon mal 3 Portionen Pommes von kaufen, ne? Also, ja, Leute, Alter, ich schwimme nachher am Pommes, ey. Ich sag einfach später hier, mach mal die Timbox voll, Bruder, mit Pommes und Ketchup und dann... Boah, das muss auch geil sein. Stell dir vor, du löffelst aus so einer Timbox irgendwie dein Essen raus, ey. Weird, aber geil. Ja, ne? Der Pokémon-Lifestyle ist auf jeden Fall am Start. Und ich gucke jetzt mal, Fall. Ob ich mit dem Booster vielleicht direkt zum Großhandel fahren kann und mir eine riesige Packung Pommes kaufen kann. Das ist das Ziel, Leute. Team sind Trumpf. Da gibt es noch einige spielstarke Karten drin. Ich erinnere ja nur an Jirachi, Zapdos. Also jetzt an Rare oder Reverses, die wir ziehen könnten. Oder halt auch die GX, Full Arts, sonst was. Ich bin gehypt. Ja, ich habe leider nur einen Glumanda in Reverse. Und... Ah, ein Voltula in Rare, also... Wow, das ist tatsächlich nicht so viel, Minion. Was machst du? Alter, was ist denn jetzt schon wieder los? Was ist hier schon wieder los? Das gibt's also irgendwie ist das Packlack nicht so bei dir am Start. Na, weißt du, du musst einfach nett sein zu dem Pack. So, fühle es. Bruder, guck mal, ich bin super nett zu meinem Pack. Meinst jetzt, du, das bringt was, wenn ich so ein bisschen am Streicheln bin? Ja, streichel es, also, auch wenn das komplett falsch klingt. Streichel es einfach. Weiß Bescheid. Oh Gott. Du bist dann nicht der Weirdo, der sein Pack streichelt. Du bist dann einfach nur... Sascha.
Ja, ja, wow. Okay, ich bin ja auch gleich wieder durch. Okay. Ich habe eine Wasserdisc Reverse. Oh, ich dachte gerade, ich habe eine richtig gute Karte gezogen. Aber es war leider nur ein Panzer Aeron als Rare. Oh. Weißt du, Panzeron. Das Gefühl... Panzeron! Weißt du, du ziehst langsam es weg und dann siehst du diese Stahl... Ah, dieses Stahlsymbol und denkst, ja, es könnte auch ein Raji sein und dann ist es leider nur ein Panzer-Aeron! Ja, RIP, Alter, letztes ja, Pack muss alles entscheiden, ey. Soll ich erst meins aufmachen, damit ein bisschen Spannung reinkommt? Ja, dann mach du deins auf, dann habe ich noch ein bisschen Time mit meinem Pack, dann kann ich dem noch so ein bisschen hier... Liebe geben. Ja, ein bisschen Zuneigung geben, dass hier vielleicht was Gutes mal rumkommt. Ich hoffe, okay. Bin gespannt, Alter. Let's go. Let's pack jetzt bei mir. Wir haben eine Elektroladegerät. Ein Elektroladegerät. Ihr wisst Bescheid. Leotexo. Wasserdisk. Tauboga. Ist spielstark, aber ist, glaube ich, nichts wert. Glumanda. Sterndu. Flamiao. Zorua. Magnaien Reverse. Zevritz. Eieiei. Oh. Auf jeden Fall mal eine Hoffnungsschimmer für mich. Ja, Ayos, Mios, Dios, da machen wir was hier. Also ich habe den Pack auf jeden Fall, wenn das jetzt nicht genug Liebe war für dieses Pack, dann weiß ich auch nicht. Ich habe glaube ich noch nie, hier, ihr kriegt sogar den Code. Also, Ehre. das muss ja hier, wenn das jetzt nichts wird, ne, dann... Da weiß ich auch nicht, da weiß ich auch nicht. So, schauen wir mal. Da weiß ich auch nicht. Der gute Martin! Oder die gute Martin. Vati, Rosana, ein Sterndu, Flambeau, das Artwork ist super nice. Zorua. Ist das 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 ist nicht der Schnurrtag, das gab's ja erst im SM11. Ja, alles ein cool. WhatsApp und oh, es schimmert, es dunkelt und es ist ein Hooper TX! Ja! Welche? Yes! Was? Das normale. Regular. Die Regular, okay, okay. Da haben wir auch schon geguckt, ne, wie teuer die ist. Die müsste 8,25 Euro wert sein nach. Halt's Maul, als ob! Ja! Ja! Die ist keine 8,25 Euro wert! Doch! Ist die so teuer? Wir hatten doch geguckt gehabt. Warte, ich guck jetzt nochmal. Ah, die. Ne! Nee, 3,50 war das. Ich wollte gerade sagen, hä? Was verarscht du mich denn hier? Moment. Okay, ich habe versucht, dich zu trollen. Es hat leider nicht geklappt. Das heißt, Moment. Wir haben jetzt 3 Euro. Ich habe jetzt 3,50. 3,64. Was ist mein Spiel, Alter? 45 Cent wert. Okay, 45 Cent. Das heißt, ich habe Siana und Latias. Was? Was war das? 3,50? Und 99 Cent. Und 99 Cent. Da bist du bei 4,49 Euro. Ja? Okay, und du? So, 3,50. 50 Cent habe ich für die Holo-Karte. Ja. 14 Cent, also ich bin bei 4,14 Euro. Die Lilly war, glaube ich, 5 Cent wert. Holen wir die Lilly noch mit? Ja, komm, nehmen wir mit. Also 4,19 Euro. Das heißt, es kommt jetzt auf das Alola Slimog an. Okay. Und es ist auf Deutsch 89 Cent. Nein, Moment. Doch, 89 Cent die Reverse. So teuer ist die? Ja, Ripper, dann hast du auf jeden Fall eine Ciana oder Latias-Karte gewonnen. Hab ich ernsthaft? Hast du nichts anderes mehr noch gezogen? Ich hab halt Magnalien, Geweiher, Wasserdisk als Reverse, aber sonst sehe ich jetzt hier nichts Spielbares, was mir jetzt den Hintern retten hätte können. Ne? Ja! Ne, hier ist nix. Crap! Leute! Da hat der Sascha mal wieder gewonnen hier, ne? Also der Cash King Meister. Oh, Ehre dem Gott. Ehre gebührt, mein Junge, Alter. Ich hatte kurz Angst, dass ich mich jetzt blamiere. Aber ich hab's dir gesagt, Alter, mit Liebe funktioniert es. Und Leute, wisst ihr was, ja, was wir noch lieben? Stimmt mal gerne ab, hier oben in der Infokarte, was ihr als nächstes haben wollt. Wir haben noch ETBs da, das heißt noch Kräfte im Einklang-Packs. Was wollt ihr damit? Wollt ihr damit ein Bingo haben? Wollt ihr ein Pack-Battle haben? Oder wollt ihr wieder eine Voll-Cash-King haben? Stimmt gerne ab. Sascha, die letzten Worte als Gewinner. Und ich bin raus. Also, ich würde sagen, supportet auf jeden Fall Cash-King, weil ich finde das Format super, super geil gemacht. Super Spaß. Wie gesagt, danke, dass ich nochmal dabei sein durfte. Und ich nehme auf jeden Fall dein Ciana. Ne? Das hätte ich dann gerne. Das bekommst du dann ja wohl. Sehr schön, sehr schön. Da freue ich mich drauf und ich freue mich auch aufs nächste Mal Cash-King hoffentlich. Ja, bis dann. Ciao, ciao.